Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 10. Juli. Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Mein Name ist Carlos Martins und wir bereiten uns auf unseren DAX Trade aktuell vor. Wir haben eine Trading Range von nur 13,1 Punkte. Wir werden dadurch die Box nicht verkleinern, sondern werden die Box dann so nehmen, wie sie letztendlich ist. Wir sind unter der 50er-Marke und darüber bei 12.461. Wir haben eine Kurslücke, ein Gap. Das sehen wir hier vom Freitag. Macht das mal ein bisschen kleiner hier. Von knapp 25 Punkte. Durchaus möglich, dass wir erstmal auf Gap Closing bei der Eröffnung gehen. Aber wie gesagt, das wissen wir nicht. Wir platzieren die Linien. Die grüne Linie auf das Hoch bei 12.461. Das Tief. Die rote Linie, die Sell Stop Order auf das Tief der Bewegung. Das wäre bei 12.448 eine Box von 13 Punkten, also eine kleine Box. Das Risiko ist eingestellt, 0,20. Und wir haben jetzt 1 Minute noch und ich habe die Box jetzt scharf geschalten. Nochmals zur Notiz. Long, also die Kauforder, Buy Stop Order, die Pending Order bei 12.461. Die Short Order, Sell Stop Order 12.447. Und dann melde ich mich gleich nochmal bei der Markteröffnung oder wenn der Kurs vorher schon ausgeführt wird. So, wir sind schon ausgeführt. Es sind noch 22 Sekunden. 12.468 liegt unser Gewinnziel. Noch 8 Sekunden. So, 9 Uhr. Und wir sehen jetzt hier, wir sind long. Ich muss mal einmal kurz die Box sauber machen. So, die Range, die wir haben heute, ist die Box. Trade Nummer 1 ist aktiv und das Gewinnziel liegt bei 12.468. So, die erste Minute ist gleich rum. Angriff auf unser Ziel 12.468. 63 wird gehandelt. 65. So, wir sind auch raus. Ich zeichne kurz den Trade mal ein. So, das war der 232. Trade in Folge. Und ihr seht hier, dort oben haben die Box 8:55 Uhr platziert. Wir sind hier raus. Dann wünsche ich euch allen einen erfolgreichen Montag noch. Und wir machen im Traders Club Trading Raum weiter. Und euch, wenn ihr Lust habt, bis morgen.